Hallihallöle, zurück zur WoW. Weiter geht's. Wir sind immer noch mit unserem Blutelf-Paladin unterwegs. Vorbei an der Todesschneise. Wenn wir noch oft genug besuchen gehen. Was haben wir jetzt hier? Achso, am Wasser. Ah ja. An einem kleinen Tümpel oder Teich? Teich, ne? Teich, Tümpel, irgendwie sowas. Ja, werden sie auch. Oh ja. Wahre Worte, Bruder. Wahre Worte. So, einmal zurück. Punkt schon? Nie, ne? Reihe vorbeigelaufen. Braufest, nein, mache ich nicht. Will kein Braufest. Silbermond, reins noch Silbermond. 16 Plätze. Aber ein Gold nur. Das ist billig. Für 16 Plätze, ein Gold? Ja, keine zwei Gold. Schlecht. Aber die Kohle haben wir ja nicht. Noch nicht. Haben es noch einmal 62 Silber. Als sie verkaufen können, ne? Ah, ist egal. Na, 11 Plätze frei. Profits ist ja nur ein Event, was jetzt gerade noch läuft. Die Events lasse ich erstmal alle komplett außen vor. Auch Dunkelmondjahrmarkt mache ich nicht gerne. Habe ich damals mal gemacht. Klar, als, ne? War interessiert halt, was das genau ist, aber muss nicht sein. Kann ich später immer noch machen. Kommt ja immer wieder, zum Beispiel der Dunkelmond-Jahrmarkt. Braucht es glaube ich nur einmal im Jahr oder was? Keine Ahnung, wie oft die kommen. Kann man im Kalender ja sehen hier. Ja. Piratentag war, zu den Waffen-Bonus-Ereignisse war, PvP-Erntedankfest. Große Rennen, Schlotternächte, alles Events. Und das ist wirklich zugepflastert, der Kalender, mit reichlich Events. Regelmäßig findet man immer in WoW Events, die man machen kann. Ein Hexenmeister. Werde ich auch noch irgendwann früher oder später machen. Hexenmeister, Magier vielleicht auch. Mal gucken. Druide habe ich mal angespielt. Sie ist ein bisschen komisch, Druide. Lass sie erstmal, ey. Habe ich auch schon auf 20, 30 oder so gespielt gehabt. Ist irgendwie nicht meins. Okay. Achso, disziplinieren, genau. Genau. Ja, und der an der Brücke da. Der auch. Ist noch. Erzi. Erzilein. Du bist nicht lang allein. So, das ist vielleicht die Brücke und den Typen auch noch. Disziplinieren. Lehrling Melidor. Da ist er schon. Strafe muss sein. Jetzt wieder zurück. Das meine ich, nur mal runtergehen, da ist machen, wo wir dann hochgehen, immer hin und her latschen, finde ich scheiße. Deswegen versuche ich immer so Stück für Stück mich nach vorne zu arbeiten. War nämlich noch was gewesen, das weiß ich.
3 heilige Kraft für mein Skill. Da ist er. Hätte es auch weiter oben noch rüber gehen können, aber noch ein paar Punkte mitnehmen, vielleicht noch Drops. Ach, ganz bald. Aus. Ach ja. Lustig. Die finde ich gar nicht eigentlich schön, die Shopper. Ganz nützlich für den Anfang, ja, aber immer vorne machen Lärm. Oh. Ist gar nichts für mich. Und ich glaube, egal ob Horde oder Allianz, ist immer so ein Grünling drauf, ne? Der fährt. Bei Ali glaube ich auch, ist egal welche Klasse oder Rasse man spielt. Ja, ist noch unten. Mal gucken, wenn wir schon mal hier sind. Verkaufen wir eben ganz fix, dann geht's weiter. Ja. Da ist Braufest, ne? Doch nicht. Lederverarbeitungsbedarf. Yeah. Da, das und das. Stoffe hebe ich mal noch auf, packe ich in eine Bank. Fest. Kann noch nützlich sein, die Stoffe. Falls ich irgendwann mal noch für Horde ein mit Schneiderei mache, dann habe ich schon mal Stoffe, weil ich nicht so viel farm. Da bin ich auch schon mal die Edelsteine am Sammeln für einen Juwelier. Künstler, Schleifer da. Ja, Juwelierkunst. So heißt es, ne? Geht's gleich weiter? Haben wir diese langen Wege? Reiten kommt jetzt ab 20 und 3 Gold, 80 Silber, glaube ich. Ne, gerade mal 72 Silber. Boah. Glaube ich 3 Gold, 80 Silber. Bis dahin müssen wir halt per Pedis laufen. Auf Schuss des Rappen. Ab 15 könnte ich die ersten Innis machen, aber weiß ich noch nicht genau. Ich finde, so schlecht ist die Gegend ja gar nicht. Sie ist schön gemacht, muss man sagen. Okay, natürlich hier die Bäume, die Blätter da natürlich sind nicht gerade so schön, ist klar so, ne? Aber ist schon schön gemacht. Stimmungsvoll. Da haben sich die Blizzard-Leute echt Gedanken gemacht über die einzelnen Stadtgebiete zum Beispiel. Oder später auch die einzelnen Gebiete. Wie ist das Spiel Schlingorntal? Bin ich aktuell unterwegs mit meinem Krieger. Sieht auch wie ein richtiger Dschungel aus. Wird es auch sein. Die entsprechenden Gegner da natürlich, ne? Wie Panther, Tiger, Krokodile. Schon schön. Uiuiui. Nicht gebacken bekommen. Noch ein Board, vielleicht kostet noch. Jetzt geht's hier los. Schon mal
Gasthaus machen. Silbermond. Ja, genau. Wollte ich auch alles sagen. Stimmt. Da ist oben, ne? Ist hier die Treppe? Ja, hier ist der Aufstieg. Waldläufe die Gulien. Was ist hier noch was? Da hinten ist noch einer. Okay. Ach da. Ach, ein Völkermeister. Ja, so Silbermond ist aber in jedem Stadtgebiet gleich. Muss man einmal zur Hauptstadt was abgeben, was mitnehmen und zurückfliegen, abgeben. Bei jedem Stadtgebiet einmal. Damit man wohl einmal gezeigt bekommt, wie man fliegen kann. Also schnell von A nach B kommt. Ich mal so von aus. Ach, ich will noch was trinken in der Zeit. So. Jetzt muss ich nämlich hier rein. Warum ich gehe immer rechts rum, immer rechts, ganz selten links. War schon immer so gewesen, schon immer so. Weiß auch nicht warum. Ob ich einen Rechtsdrall habe, so Effet, keine Ahnung. Ja, ESO kam ja später, da gehe ich so. Muss man meistens die Inis, ja, die Gewölbe rechts rumlaufen. Deswegen vielleicht, keine Ahnung. Aber kann man eigentlich erst später, bis später angefangen? Wieso? Ach, egal. Ach, Fest, da muss ich hin. Auch hier so schön gemacht alles. An Details haben die echt nicht gespart. Muss man mal besetzt lassen. Auch da Auftrag. Was haben wir jetzt? Erlösung. Oh. Ah, Ressen. Aber nicht während des Kampfes. Der Druide, der kann während des Kampfes ressen. Angenommen habe ich schon. Ja. Auch Braufest oder was? Blutelfenbürger, ja, wieder Braufest. Es gibt ja Gerüchte, die besagen, dass Blizzard an einem neuen WoW arbeiten. Also komplett neu. Ach Moment. Ich mache den Ruhestand immer in der Hauptstadt. Weil das Gerücht ist deshalb auch, weil Blizzard mal explizit nach solchen Leuten gesucht hat. Warum auch immer, keine Ahnung. Das ist natürlich als Gerücht enthalten, ne? Weil könnte man davon ausgehen, dass sie an einem neuen WoW arbeiten. Einmal oder komplett in Neuüberarbeitung. Ist mittlerweile auch schon 15 Jahre alt, ne? Glaube ich. WoW 15 Jahre. Dafür sieht es noch mal gut aus. Wenn man gegen andere MMOs sich anschaut, die sehen bei weitem noch schlechter aus. Also von daher. Ja. Ja, komm. Ja. Jetzt, ja. Und so.
Es kommt erstmal Shadowlands in 4 Wochen. Das schmeißt einiges über den Haufen, was ich so gelesen habe. Zumal auch die Levelgrenze auf 60 gesetzt wird. Nicht 160, 60. Also wenn man jetzt 120 ist mit seinem Char, ist man dann, wenn Shadowlands kommt, Stufe 50. Das ist eines der Neuerungen, die kommen. Oh, ist noch erst, nehme ich noch mit. So, oh, komme ich natürlich nicht rauf, ist klar. Runter kommt man immer, ist kein Thema. Okay, wie ich sage, mal jetzt hier eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von WoW. Bis dahin, tschö mit Ö.